Mittwochnachmittag in der Holzhofstraße. Vorbereitungen für ein besonderes Ereignis, zumindest für Kinofreunde. Kein geringerer als Matthias Schweighöfer hat sich angekündigt, am 1. April im CineStar. Das war tatsächlich kein April-Scherz. Der Filmstar macht am Ende seiner Kinotour auch in Mainz Station. Und keine Frage, die Fans lassen sich nicht lange bitten. Lange Schlangen im Foyer, viele wollen Schweighöfer, aber auch seinen neuen Film sehen. Der heißt Der Nanny und schon der Trailer verspricht einige Lacher. Willkommen in der Hölle, Gollum. Während der Film gleich in zwei Sälen läuft, trifft Schweighöfer in Mainz ein. Milan Peschel, der zweite Hauptdarsteller, ist ebenfalls dabei. Im Pressegespräch zeigen sich beide gut aufgelegt. Wir waren letztes Jahr in Mainz und das tolle Stadt, muss man sagen. Ich finde den Film, der ist groß, der macht Spaß, der endet riesig und irgendwie, vor kurzem sagte mal jemand, er endet, was hat er gesagt? Nein, ich sag's jetzt lieber nicht, dann wissen wir, wie die Leute der Film endet. Nimmt die Arbeit als Regisseur genauso ernst wie die als Schauspieler und das ist auch das Angenehme daran. Alle zusammen, los, komm Charlotte, Peti, Thomas, los! Ich bin sehr, sehr nervös. Ich schwitze unter den Achseln und auch, also ich bin sehr nervös. Mainz ist mit das krasseste Publikum und wir wissen einfach gleich, entweder fliegt hier gleich der ganze Laden auseinander oder ich weiß auch nicht. Direkt nach dem Abspann geht es für die beiden Schauspieler zu den Zuschauern ins Kino. Hunderte Handykameras verfolgen Schweighöfer auf Schritt und Tritt und er selbst weiß, was er tun muss, damit die vorwiegend weiblichen Fans dahin schmelzen. Großes Gedränge danach auch bei der Autogrammstunde. Ohne Selfie geht hier gar nichts. Ihrem Star so nahe zu sein, für die Besucher ist das etwas ganz Besonderes. Schweighöfer kommt schließlich nicht alle Tage nach Mainz. Also wir hatten immer gedacht, wir sind dahinter und sehen vielleicht ein bisschen was und jetzt sind wir so nah. Es war sehr viel zu lachen, aber auch was Rührendes dabei, also alles zusammen, ja, sehr schön. Man kann das in sein Leben mitnehmen, denke ich. Man kommt ins Nachdenken, ins Grübeln und es wird immer eine gewisse Sache vermittelt auch dadurch, ja. Ist auf jeden Fall toll, ja. Ich habe sowohl gelacht als auch geweint und das passiert bei mir eigentlich ziemlich selten. Fazit: Schweighöfer war so, wie man ihn aus Film und Fernsehen kennt. Jugendlich unbekümmert, frech, aber immer charmant. Das ist sein Erfolgsrezept, auch an diesem 1. April in Mainz.